Play and Smile. Artifex Mundi. Im Titelbildschirm. Während des 18. Jahrhunderts war es gefährlich, im karibischen Meer zu segeln. Seine Gewässer wurden von dem fürchterlichen Captain Remington terrorisiert. Von Hafen zu Hafen verbreitete sich das Gerücht über Remingtons Pakt mit dem Teufel. Während seiner ruchlosen Karriere plünderte er zahlreiche Schiffe und tötete noch mehr Männer. Bis zu dem Tag, an dem bewaffnete Streitkräfte ihn endlich erwischten. Und damit herzlich willkommen zu unserem Let's Play des Spiels Nightmares from the Deep, das verfluchte Herz. Wir spielen die Collector's Edition. Ich bin der Thorsten und ich spiele dieses Spiel zusammen mit meiner Frau, der Katja. Die Katja klickt für euch und ich werde das Ganze kommentieren. Und wir reden nicht lange, wir fangen einfach an. Da kann man zwei Schwierigkeitsgrade auswählen. Normal, in Wimmelbildszenen gibt es keine Klickstrafe, aktive Zonen glitzern oft, Tipp und Lösen werden schnell aufgeladen, Orte auf der Karte, an denen es etwas zu tun gibt, sind markiert. Oder schwer, in Wimmelbildszenen gibt es keine Klickstrafe, Tipp und Lösen werden langsamer aufgeladen, aktive Bereiche werden nicht markiert und Orte auf der Karte, an denen es etwas zu tun gibt, sind ebenfalls nicht markiert und wir spielen auf Normal. Now. Heute, 300 Jahre später, wird Remingtons Leiche aus den Tiefen seines Unterwassergrabs geborgen. Bald wird dieses wertvolle Artefakt im karibischen Marinemuseum zu bewundern sein. Mein Museum. Ah ja. Du bist die Kuratorin der nächsten Ausstellung. Das heißt, wir spielen die Frau. Weise den Spediteur an, die Kiste im Ausstellungsraum abzustellen. Klicke auf den Spediteur. Sure thing, Miss Black. Aber sicher, Miss Black. Ich werde die Kiste am Ende des Ausstellungsraums abstellen. Sieht aus wie Doug Heffernan aus der Fernsehserie. Wenn du mit einer Person reden kannst, nimm den Mauszeiger dir vor. Von Lippmann, klicke auf deine Tochter und sprich mit ihr. Hi Mom. Hi Mama, ich möchte nur einen kurzen Blick auf diesen legendären Piraten werfen. Das ist alles. Los, sehen wir uns die Kiste an, die gerade angekommen ist. Jawohl, das machen wir. Der Mauszeiger wird zu einem Pfeil, wenn du in andere Bereiche wechseln kannst. Klicke auf den Ausstellungsraum, um weiterzugehen. Okay, dann gehen wir zum Ausstellungsraum. Dein Mauszeiger verwandelt sich in eine Lupe, wenn du etwas näher betrachten kannst. Klicke, um diese Kiste zu öffnen. Der Mauszeiger verwandelt sich in Zahnräder, wenn du mit einem Gegenstand interagieren kannst. Klicke in der richtigen Reihenfolge auf die Säbel, um den Boden der Kiste zu erreichen. Okay, also das sind Säbel in dieser Kiste. Der Säbel steckt unter den anderen Schwertern fest. Ich sollte das oberste Schwert zuerst entfernen. Na gut. Ein Schwert. Drei Schwerter. Ah, verstehe, wir wollen den goldenen Säbel ganz unten haben. Dann müssen wir die anderen Messer natürlich zuerst wegräumen. Der Mauszeiger verwandelt sich in eine Hand, wenn du einen Gegenstand aufheben kannst. Klicke auf den letzten Säbel, um ihn aufzuheben. Jawohl, haben wir getan. Säbel wandert ins Inventar. Jawohl. So, da gibt es dann noch was. Authentische Piratenwaffen, die gerade rechtzeitig für die Ausstellung geliefert werden. Das ist da oben. Ein Plakat. Ausstellung. Geißel der Meere. Mhm. Also eine Piratenausstellung. Hier geht es wieder zur Eingangshalle. Da steht eine Kiste. Du kannst Gegenstände verwenden, um Rätsel zu lösen. Klicke auf das Teppichmesser und dann auf das Paketband, um den Karton zu öffnen. Ja. Nehme Teppichmesser, schneide Paket. Öffne Paket. Eine Pistole und ein Brief. An die Kuratorin. Diese Steinschlusspistole ist ein rares Artefakt. Sie wurde vermutlich extra für Captain Remington angefertigt.
Wir haben die Pistole bei seiner Grabstätte gefunden. Sie war zwar im Sand vergraben und von Salz getrübt, aber sie schien im Wasser zu leuchten. Seltsam, das Tauchteam. Ja, findet das Tauchteam seltsame Pistole. Und wir nehmen diese Pistole. Gut, hier ist auch erledigt. Da ist die Tochter, da ist der Spediteur. Und dann gucken wir mal. Das hätten wir. Ich muss jetzt wieder losmachen. Ja, dann verzieh dich. Wenn du mit Personen sprichst, erhältst du manchmal nützliche Gegenstände. Klick auf deine Tochter und dann auf den Gegenstand, den sie dir anbietet. Aufgabe abgeschlossen. Piraten ausstellen. Okay. Die Kiste ist vernagelt. Denkst du, dass wir den Deckel aufbrechen können? Hier liegen so viele Dinge rum. Irgendwo gibt es bestimmt ein Brecheisen. Ja, das hoffen wir doch. Ich bleib hier und behalte die Kiste im Auge. Oh, stimmt. Ich habe immer noch die Zugangskarte für dein Büro. Hier bitte. Und keine Sorge, diese mumifizierte Leiche geht ohne mich nirgendwo hin. Ja, dann schauen wir mal. Du hast etwas Nützliches gefunden. Die Zugangskarte. Neue Aufgabe, die Kiste. Du hast eine wichtige Notiz erhalten, die dir bei deinem Abenteuer weiterhelfen wird. Klicke auf das Tagebuch, um die Notiz zu lesen. Alle Notizen sind in deinem Bereich unter Aufgaben zusammengefasst. Klicke auf das Lesezeichen Aufgabe. Sobald du sie abgeschlossen hast, werden die Aufgaben abgehakt. Klicke, um fortzufahren. Piratenausstellung haben wir abgehakt und jetzt nächste Aufgabe, die Kiste. Öffne die Kiste und überprüfe das Ausstellungsstück. Jawohl. Gut, dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Aber ich würde sagen, das war's vorerst mal und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Nightmares from the Deep, das verfluchte Herz. Tschüss, bis dann.